Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Gut, machen wir weiter. Hier sind sehr seltsame Kreaturen unterwegs und wir wollen uns auch nicht von denen schmamschen lassen, weil die sind ganz schön garstig. Also, die können da jetzt nicht unbedingt was für, dass sie so aussehen, aber nichtsdestotrotz finde ich sie sehr unheimlich. Okay, das sind wohl Aufzüge, deswegen werde ich erstmal hier kurz gucken. Da seht ihr, dieser Hund-Krähen-Mischlinge da. Das ist alles sehr unheimlich, muss ich sagen. Hundchen. Okay, die sind ganz schön, wow, hartnäckig, wollte ich sagen. Oh Gott. Die machen mir ein bisschen Schiss, ne? Ein Blutsteinbrocken. Und Verwandtenkaltblut. Ich hätte gerne den reinen Blutstein. Ihr sagtet, pro Durchlauf gibt es wahrscheinlich nur einen davon. Aber gucken wir mal. So, jetzt werde ich erstmal den Käfig hier durchsuchen. Oha, da geht's ja ganz schön weit runter. Ah, seht mal, wo wir jetzt hinkommen. Das ist ja cool. Das ist gerade der Eingang dieses Gebiets. Jetzt haben wir ja schon wieder einen Shortcut. Ja, ne, das ist nett. Und was macht der andere? Mit dem kommen wir jetzt wahrscheinlich von oben nach unten oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ihr wolltet übrigens die Kelch-Dungeons sehen. Ja, kann ich gerne machen. Ich meine, die anderen, da bin ich jetzt schon ein bisschen overpowered für. Aber, ja, mal gucken. Es geht ja wohl noch ein bisschen, schätze ich, ne? Da werde ich jetzt wahrscheinlich immer einen Part normal und einen Kelch-Dungeon oder so. Je nachdem, wie ich hier vorankomme. Vielleicht auch mal zwei Kelch oder zwei normal. Wobei, Kelch-Dungeons sind ja nicht abnormal, von daher. Hallo, ist hier jemand? Irgendwas? Und diese kleinen Spinnies. Es ist so knuffig. Oh oh. Was ist denn mit dem? Das ist eine Marionette? Okay. Die sehen aus wie Marionetten, die Viecher. Kranke Scheiße. Warum sind die... Warum geben die keine Blutechos, bitte? Ach, da unten war ich ja schon. Da ist alles eingestürzt. Das sieht voll gruselig aus, finde ich, ja. Eieieiei, wo sind wir jetzt nur reingeraten hier? Mhm. Oh. Ah, Koss. Manche sagen Kossen. Hört ihr unsere Gebete? Nein, wir sollten den Traum nicht ablehnen. Niemand kann uns fangen. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Oh wow. Mikolas wird des Albtraums. Mikolas. Okay, das ist ein Boss also. Krass, wo ist der jetzt hin? Daneben geht's schon mal nicht weiter. Oh, diese Musik, erinnert mich so ein bisschen... Oh Gott. Du bist jetzt nicht zum Werwolf, oder? Diese Musik erinnert mich so ein bisschen an Rapture. So Geigen und Gefiedel. Oh Gott, Leute, ich hab ein bisschen Schiss, ne? Der beschwört diese Puppen oder was? Oder ist er? Komm her. Nein. Warte. Ich will dich hauen. Ah, Mist. Wo rennst du denn hin? Warte mal. Mikolas. Warte kurz. Ich will dir was zeigen. Der rennt jetzt die ganze... Sag mal, rennt der jetzt die ganze Zeit von mir weg? Okay, das war's. Er ist schon wieder verschwunden. Was ist denn mit dem nicht richtig, sag mal? Da ist er. Du Penner. Warte. Oh oh. Wow. Diese Mumien, diese Puppen wollte ich sagen. Diese Muppen. Au. Oh
fantastisch. Von denen bekomme ich auch kein Leben zurück. Ich sollte hier ein bisschen aufpassen, du. Mikolas. Warum rennst du denn die ganze Zeit weg von mir? Warte. Warte. Ach, Mann. Was ist das für ein Boss? Der läuft jetzt nicht die ganze Zeit weg, oder? Oh. Ah, shit. Warte mal. Ja, ja, was du kannst, kann ich auch. Habe ich denn ein Giftmesser dabei? Ja. Zim. Zim. Kann man dich vergiften? Ja, tatsächlich. Den kann man vergiften. Oh oh. Oh nö. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu unflexibel mit dem Schwert. So. Aber er wird weiter vergiftet. Das ist schon mal ein Bonus, du. Das kann. Sag mal. Der ist nicht ganz sauber, ne? Warte doch mal, Mikolas. Ich hab dir noch ein paar Messerchen zu zeigen. Was ein komischer Boss. Hier. Ach, der ist schon vergiftet. Na, warte doch. Komm, Mikolas, ich will dir was zeigen. Oh Gott. Aber nicht deine Püppchen. Autsch. Okay. Oh nee, was? Komm, mach dein Kram. Was ist das für ein komischer Kauz? Sag mal, jetzt geht's hier weiter. Oh, majestätisch! Jäger bleibt Jäger, sogar im Traum. Aber Herr, nicht so schnell. Der Albtraum wabert und wirbelt. Okay. Na komm. Diese Puppen sind gefährlich. Mikolas. Wo bist du? Ich habe es für den geistlosen Wurm getan. Jetzt gewährt auch uns Augen. Gebt uns Augen. Was? Was redest du da bitte? Ich verstehe kein Wort. Was will dieser Fuzzi von mir? Das ist irgendwie beängstigend. Mikolas. Oh, oh. Na komm. Sam. Diese blöden Puppen, die kann man aber auch nicht töten. Endgültig meine ich. Oh oh. Was ist er jetzt hin? Du Affengesicht. Oh oh. Manche sagen. Ach, da. Mikolas. Mikolas. Die Musik ist fantastisch. Oh. Oha. Au. Stirb, du Narr. Sag mal, dieser Typ, ne? Ist er hier irgendwo? Wie riesig dieser Ort ist.
verschwindet er wieder. Du Penner! Warte doch. Oh Gott. Ist er in den Spiegel rein? Okay, der ist wohl tatsächlich durch den Spiegel durch. Ein Blutsteinbrocken. Ihr habt es für den geistlosen Lohn getan. Jetzt gewährt auch uns Augen. Gebt uns Augen. Okay. Was willst du mit deinen Augen? Verrückter Typ. Fang. Ach man, jetzt haut er schon wieder ab, oder? Dieser Kerl, der ist nicht ganz sauber, aber irgendwie finde ich ihn auch recht amüsant, muss ich sagen. Oh, Mikolaj. Ich hab ihn. Er ist vergiftet. Wo ist er hin? Rasendes Kaltblut. Das ist jetzt nicht gerade ein Bosskampf im klassischen Sinne. Mikolaj. Da runter? Oh Gott, hier ist es immer nebliger. Ja, höre ich. Du hast sie nicht mehr alle. Eisentürschlüssel, aha. Oh, da ist noch ein Item. Dieser Albtraum. Verwandtenkaltblut. Ah, sehr schön. Es wird immer besser. Kranker Typ. Jetzt bleibt er mal stehen. Oh, bleib jetzt mal hier. Du feige Ratte. Mikolaj. Au. Oh oh. Diese Puppen, die sind schon böse, ne? Die können ganz schön zuhauen. Es ruckelt hier irgendwie leicht, ne? Also ich habe niedrige Frames, würde ich sagen. Du bist so ein Penner. Super, und wo finde ich jetzt den Hebel? Du bist so eine Knalltüte, ganz ehrlich. Ah, Kurs. Manche sagen Kurs. Oh oh. Jetzt gewährt auch uns Augen, gebt uns Augen. Pflanzt Augen in unsere Hirne und befreit uns von der grausamen Idiot. Okay. Der Kosmos. Setzen wir uns, diskutieren wir. Plaudern bis zum frühen Morgen über neue Ideen, über die höhere Ebene. Da ist er. Au. Au. Nein, nein, nein. Mach jetzt. Halt dich. Komm. Nicht so, Nikolaj. Oh Gott. Was macht er denn für fiese Sachen? Du Heiliger!
Ach du Scheiße, was soll ich denn da machen? Du Penner! Tötet er mich? Ich pack's ja nicht. Was ist das denn für ein kranker Boss? Okay, so eine Kacke aber auch. Warum fange ich jetzt eigentlich hier an? Ich hab doch... okay, wahrscheinlich, weil ich nichts... Ja, ja, ich war nicht an dem Leuchtfeuer... an der Lampe hier, meine ich. Dreck! So ein scheiß Boss. Da macht er seine verheerenden Attacken und ich kann nichts machen. Ihr habt das gesehen, ich konnte dem nicht ausweichen. Ja gut, ich bin vielleicht falsch gesprungen oder so. Au, au. Aufhören. Ich touch das Ding jetzt einfach mal an. So, vielleicht reicht das ja. Nein. Nein. Das macht ihr jetzt bitte nicht, ja? Was macht er denn? Hau mal ab da draußen, ja? Geh weg. Ich höre dich. Ich höre dich ganz genau. Ah, nee, warte, das war der falsche. Hier hatte ich doch einen Käfig eben noch. Oder war der auf der anderen Seite? Na egal. So ein Dreck aber auch. Leute, ich würde sagen, ich spule mal ein bisschen vor, dann, ja. Das wird langweilig, der Weg jetzt wahrscheinlich. Ich renne gerade durch. Ich will den Boss noch schaffen, diesen Part. So, Mikolas, du Eierhals. Ah, da kommen die Viecher wieder. Schnell durchkommen. Mikolas. Ich muss dem wahrscheinlich einfach nur folgen, die ganze Strecke hier. Ja, hallo? Ab mit dir. Ab mit dem Korb. Okay, komm. Mikolas, wo bist du? Arschgesicht. Nein. Mikolas. Ricola. Oh ne. Ja, ja. Au. Das ist nicht schön. Deine scheiß Mumien, du. Deine Marionetten oder was auch immer. Stirb. Kann man voll gut ausnutzen, deine komische Tentakelattacke da. Au. Ja, jetzt nicht so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also die erste Phase hier ist ein Witz, mal ganz ehrlich. Au. Na komm. Ja, das war Nummer 1. Ästhetisch! Ja. Ja. Sogar im Traum. Aber Herr, nicht so schnell. Das findet er auch noch lustig, ne? Traum wabert und wirbelt unendlich. Ich geh mal kurz unten lang, mal sehen, was hier noch ist. Oh! Oh ne. Ja, steh du Vieh. Oh. Ups, ich wollte wegspringen. Nein. Shit. War. Du warst doch tot. Double kill. Mistviecher. Was haben wir hier? Beruhigungsmittel. Gutsteinbrocken. Wow! Du olle Spinatwachtel.
Stirb! Okay, hier gibt es noch eine ganze Menge Kram. Mond. Ah, das gucken wir jetzt mal ganz kurz an. Ja, ja, quatsch dich mal nicht zu, Kumpel. So viel Zeit haben wir jetzt noch. Komm, Mond. Mehr Blutechos. Welche ist besser? Die da wahrscheinlich, die untere, weil die stärker ausgeprägt ist. Gut zu wissen. Naja, vielleicht ganz gut, dass ich gestorben bin nochmal. Jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit gehabt, alles wieder aufzusammeln. Ich renne jetzt mal durch, komm. Ich hoffe einfach, die folgen mir nicht, die Viecher. Kotzmods. Ja, ja. Au. Kotzmods. Geh mir nicht auf den Nerv jetzt, komm. Bleib mal stehen, Mikolasch. Mikolasch. Ah, du Penner. Macht er das wieder, ne? Ach, warte, hier, oder? Da unten war der Spiegel. Jetzt muss ich ja wieder ein bisschen Leben verlieren, weil ich das mache. Ach nee, Quatsch. Doch, meine Blutechos. Geil. Oh ja. Au. Mikolas. Ach du Arsch. Hier wegrennt wieder. Feigling. Feigling. Uhuhuhu. Ja, ja. Ich komme, Mikolas. Ich muss den, glaube ich, daneben andersrum lenken. Dass er halt wieder in den Gang reinläuft. Warte. Das ist so eine Knallcharge, ne, der Typ. Uhuhuhu. Ruckidihu. Oh Gott. Warte mal, hier muss ich runter, genau. Lauf da rein. Genau. Macht er die Tür wieder zu, genau. Und jetzt kann ich ihm nach, wenn ich hochlaufe. Wow. Vorsicht. Kumpels, Vorsicht. Aber man kann sagen, was man will. Die Musik ist wirklich fantastisch. Die ist so gut. Oh ne, da bin ich falsch. Noch eins hier. Oh. Alter, lass mich. Ja, höre ich. Habt es für den geistlosen Lohn getan. Jetzt gewährt auch uns. Gebt uns Augen. Au. Au. Nein, 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 nicht nochmal die, bitte. Ach, Mann. Ah, oh, Mann, warum trifft er mich damit immer? Ah, oh, Scheiße! Ich geb dir gleich Kosmos. Aber er kann ihn rausstaggern, das ist gut. Oh ne, das war nicht so toll. Oh! Ach komm schon, ne, ich lebe noch. Oh ne, ach Kinder, das ist doch Dreck. Okay, dann werde ich ihn dieses Mal wohl nicht mehr machen, den lieben Mikolas. Ich werde den Part mal beenden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Let's Play, auch wenn es jetzt gerade richtig scheiße läuft mit dem Arsch. Naja, wir sehen uns wieder zu Bloodborne.